Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft, das sechste Stück vom Stab des Chaos zu ergattern. Jetzt, genau, jetzt wollten wir eigentlich hier uns mal das Gelbe, loswerden, dass wir uns mal entfluchen. Und dafür brauchen wir eigentlich einen Tempel. Wo ist denn der nächste? Southwest. Okay. Schade. Also waren wir schon auf dem richtigen Weg. Und dann können wir uns mal bei den Leuten hier vergewissern, wo nun wirklich hier Mirkwood ist. Ich bin immer noch der Meinung... Entschuldigung, Schluck auf. Ich trinke mal eben, Schluck. So. Müsste gleich wieder normal sein. Ja. Hä? Was war das denn gerade? Ordentliche Wacke. Ich versuche mal den Schluck auf hier ein bisschen zu unterdrücken. Ich weiß, sollte man lieber nicht machen, aber es ist ein bisschen anstrengend und ich glaube, das wollt ihr auch nicht hören. Wo ist denn jetzt der Tempel? Gute Dame, ihr könnt mir bestimmt sagen, wo der nächste Tempel ist. Tauf auf hier. Also ganz straight diese Richtung. Ah, hier haben wir's. Boah, ich trinke eben noch mal einen Schluck, weil... Boah, Schluck auf ist echt nicht gut. Aber immerhin heißt das, glaube ich, irgendjemand denkt an mich. Finde ich schön. Zumindest diesen Irrglauben. Keine Ahnung, vielleicht ist da wirklich sogar was dran. So. Und dann sind wir jetzt geheilt. Wir haben jetzt diesen Level 20. 62.000 Gold haben wir. Aber wir werden wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen reparieren müssen. Und hier nochmal nachkaufen. Aber wir werden uns auch definitiv das nächste Ebenerzrüstungsteil holen. Aber wir fragen erstmal die Leute, wo Mirkwood ist. So. Mirkwood. Isn't that just a legend? Er ist doch alles eine Legende, was wir bisher gesucht haben. Wir haben alles gefunden bisher. I heard that Mirkwood was actually somewhere in the wilderness of Blackmarsh. I don't want to mislead you, however, I'm really not very sure. Ja, haben wir es doch gewusst. Blackmarsh. Dann würde ich sagen, wo haben wir die Rüstungsteile? Eben jetzt Schulter rechts wäre Riverbridge. Hier wäre das. Das würde 75 Tage brauchen, bis wir da sind. Oder die Ebenerzhose in Black Rose. Hier. Das würde 71 Tage brauchen. Lass mal zuerst hierhin reisen. Und wir sind da. You have arrived in the city state of Black Rose in Blackmarsh Province. The date is Tiras, 8th of Sun's Hate in the year 3. Ära 394. It took 71 days to reach your goal, Black Rose. Holds many secrets to feel eyes on your back as the city gate shut behind you with a hollow boom. Wir sollten vielleicht das hier mal ausrüsten. Und wieder eine Taverne suchen. Hier wird ordentlich am Regnen. So wie ich mir auch Blackmarsh irgendwie vorstelle.
Nur, dass hier diese, die Bewohner von Black Marsh, vermute, die sind eher wenig aussehend wie Echsen. Hier in dem Teil. Die Khajiit waren ja auch nicht wirklich Katzen. Die waren ja auch eher Menschen. Dann denke ich, die Argonia sind hier ebenfalls keine Echsen. Irgendwo müssen wir doch eine Taverne finden. Hier geht's auch nicht weiter. Langsam wirklich Zeit, dass wir eine Taverne finden. Könnte das hier schon eine Taverne sein? Ja, hier haben wir eine. Nice. So, da können wir die Waffe wieder einstecken. So, wir brauchen Zimmer. Genau, Single. Ja, ein Tag, genau. Ja, 10 Stück. Dankeschön. Und dann können wir hier, sagen wir mal, 4 Stunden wird reichen. Und wie spät haben wir es jetzt? 10.49 Uhr in der Nacht. Ja, okay, dann sagen wir nochmal 10 Stunden. Dann müsste es jetzt früh genug sein, ne? 8.51 Uhr, ja. Wird wohl reichen. So. Wir sind ja jetzt in Black Rose. Richtig? Black Rose waren wir. Black Rose. Das heißt, hier Unearthed Sunrise müssten wir suchen. Ja, wo ist denn der Ausgang? Ach, hier. Dann schauen wir mal, wo das ist. Ja, gute Dame. Aber oh, die Musik ist hier geil. Mal was anderes. So, Unearthed Sunrise, da haben wir es. West. Okay. Boah, gefällt mir jetzt viel, viel mehr. Okay, so sehen die hier aus. Ah, hier ist ja ein echter Irrgarten. Guter Herr, sag mir noch mal, wo finde ich hier die Unearthed Sunrise? Ah, nice. Er zeigt mir da direkt auf der Karte, wo das ist. Ah, das Gebäude hier gleich links, das hier ist es schon. Bist du da? Ja, nice. Aber ich finde hier aber auch schon die Musik deutlich geiler. So in der Provinz Black Marsh. Ach ne, das wollte ich jetzt. Okay, können wir aber trotzdem mal. Aber erstmal kaufen wir uns Ebony Graves of Personality. Ja, holen wir uns direkt. Ja. Ziehen wir uns das auch direkt an. So, da haben wir's. Alter, mir fehlt nur noch das Stück hier. Nice. Einfach nur noch nice, wie das aussieht. Wir sind der dunkle Ritter geworden hier. Hallo? Geht das mal? Ah, jetzt. Können wir hier
Die Graves verkaufen, ja, 60 Gold, geht in Ordnung. Und dann schauen wir mal, dass wir alles mal reparieren. Ah, den, ja, braucht man nicht reparieren, genau. Haben wir gerade erst gekauft. Ja, ist in Ordnung. So, Ebony Kuras. Okay. Dann Ebony Cauldron of Strength. Okay, der braucht auch nicht. Button Cauldron, 4 Gold. Oh, das ist teuer. Das ist teuer. Ganze 4 Gold. So. Ebony Gauntlets of Levitation. Ja, müssen wir aufreparieren. Den Ebony Helm. Ah, nice. Der braucht nicht repariert zu werden. Der muss aber repariert werden. Ja, 1900 wieder. Und Katana muss auch repariert werden. Jetzt müsste der 5 Stück haben. Guck mal, könnte der vielleicht doch noch mal einen mehr? Ah, okay. Der ist voll. Schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwo noch einen in der Nähe finden. Noch ein Schmied. Den haben wir ja jetzt markiert. Ich hoffe schon, dass wir hier einen in der Nähe finden. Ah, hier. Und The Adventurer's Sunrise. Haben wir auch noch gefunden. So. Was kannst du für mich reparieren? Wir waren schon hier. Der braucht nicht repariert werden. Gut. Okay, den haben wir auch nicht benutzt. Den? Ah, nice. So, dann den. Racers of True Heal. Heal True, genau. So, Ring of Shielding. So, wir sind jetzt wieder auf 11.000 runter. Der braucht hier repariert zu werden. Welt? Auch nicht. Ebony Tor vielleicht? Gut. Hier. Und das Amulett noch. Okay. Okay, dann haben wir alles durch. Also hier und hier haben wir jetzt. Dann brauchen wir jetzt nur noch eine Magiergilde. Vielleicht ist das da im Osten. Oder Osten, ja, Osten. Eine Magiergilde. Das sieht auf jeden Fall für mich nach einer aus. Nein, ist ein Tempel. Und hier geht es nicht weiter. Schrecklich hier vorbeizukommen. Brauchen wir jetzt dringend irgendwo eine Magiergilde, damit wir auch unsere Heiltrankvorräte auffüllen können. Vielleicht ist das hier. In der Mitte ist aber auch ein Riesenplatz. Einfach mal leer. Ist hier irgendjemand, der mir sagen kann, wo ich die Magiergilde finde? Ja, wäre schön, wenn es mir irgendjemand... Hier. Du, sag mal, wo finde ich denn die Magiergilde? Southwest.
Also doch da lang, okay. Die Frage ist nur, wie weit Southwest muss ich hin? Vielleicht ist das hier schon. Nein, das ist es nicht. Oh, junge Dame, sogar in Blau. Gut, sag mal. Die Magiergilde. Ist doch hier. Also jetzt doch in die Richtung. City? Ja, das ist sie. Sieht auch ein bisschen anders aus als die anderen. The sound of the brief summer rain is muffled by the thick walls and thicker velvet curtain. This is a place where the outside world is a distraction to be avoided. The smells, sights and sounds here are unique to the field of mystical experimentation. So. Warte, bevor wir kaufen, wie viel brauchen wir noch an den magischen Items? Also, was, nicht magischen Items, sondern an Potions. 24 brauchen. Okay. So. Healing, ja. 24 Stück. 1200. Ja, machen wir. Was hat er eigentlich noch so für Tränke? Vielleicht ist da irgendwas bei, was vielleicht nützlich ist. Restore Power, Resist Fire, Resist Cold, Resist Shock, Cure Disease, Levitation, Resist Poison, Free Action, Cure Poison, Invisibility, Purification. Invisibility, ist das nicht Unsichtbarkeit? Ich weiß nicht, ob wir das kaufen sollten. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich würde sagen, wenn wir gleich hier 10 Tage jetzt nochmal durchgewartet haben, in irgendeiner Kneipe, also ich muss da eben auch nochmal einen Schluck trinken, können wir vielleicht noch 2-3 Aufträge für die Königshäuser machen. So, nearest in Southeast of. Okay. Northeast, also die Richtung. Da haben wir sie schon. Ich würde sagen, hier pennen wir jetzt mal 10 Tage durch. Wieder mal. Alles repariert ist, holen die Sachen ab. Dann machen wir wirklich für das Königshaus vielleicht 2-3 Aufträge, damit wir nach River Bridge reisen können. How many days? Denn ja, 100 Gold, hier kannst du haben. Und Exit. Dann pennen wir jetzt 240 Stunden. 3-4-0. So, hier ist direkt der Ausgang. So, dann suchen wir mal. Wo war denn? Hier im Norden direkt. Bis zum großen Platz. Dann holen wir unsere Sachen eben schnell ab und dann ab zum Königshaus. Hier haben wir den großen Platz. War es das? Ja, das war es direkt, genau. Dann holen wir unsere Sachen jetzt ab.
Repair, genau. Und Status, schauen wir mal. Nice. Perfekt. Alles fertig. Alles fertig. So. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch ein paar Aufträge. Was ist das hier? Ich glaube, hier war es, ja. Dann kriegen wir wirklich ein paar Aufträge, die 8000 wert sind oder so. Hatten wir ja mal. Das war's dann wohl. Können wir die Sachen wieder anziehen? Hier, Boots of Agility. Ah, gefällt mir schon ein bisschen, dass es immer mehr und mehr hier so schwarz wird, sage ich jetzt mal. Mark of Reaction, Crystal of Paralyzation, Grace of Heal True, Ring of Shielding. Sonst haben wir jetzt alles. Nice. Wir sind auch schon gleich bei 8 Millionen Erfahrungspunkte. Alter Schwede. So, wo müssen wir überhaupt hin fürs Königshaus? Da im Norden, okay. Nordosten, soweit es geht. Aber ich mag die Musik hier. So. Und schauen wir mal, was der den Auftrag für uns hat, der König hier. Falls er einen hat, ich hoffe, der hat einen. So, sorry to have kept you waiting, Max Deus. The duties of a king are exhausting. I would be extremely grateful and generous if you would relieve me of one of them. Specifically, I need someone to rescue someone for me. Would you like to hear the details about it? Natürlich! Boah, ist das viel. Jetzt. Kyrosyna Xermion, my beloved eldest daughter, a gentle soul unused to the cruelties of the world, has disappeared. I know that the forces of Countess Teremis are responsible. And my poor eldest daughter is probably in the dungeon of Nerachlis, a dungeon to the south. This affair could not have happened at a worse time. You see, she is due to be married to an important political ally on Thorda's Third of Hardfire. I must have my eldest daughter back by then or there will be chaos. It will not be easy for you to get back in time, for even if Countess Teremis knows not of my intentions of rescue, the dungeon of Nerachlis is notoriously well defended. If I agree to pay you 8,280 gold for my eldest daughter's safe return, may I count on your help? Klar, 8,280 nehmen wir. Excellent. I can scrap the location of the place on your map into of Tamriel. Use that to guide you. Good luck to you, Max. May your mission be a success. Nice. 8,280 gold für eine kleine Rettungsmission. Würde ich sagen, hier machen wir einen kleinen Save Game auf die 1.
Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg Richtung hier. Dann schauft Nerakles. 12 Tage wird das brauchen. Okay, dann ab dahin. Wir sind ja soweit gewappnet. Die sind meistens eh hier alle klein, diese Dungeons. Alle wieder runter. Ah, ist wahrscheinlich wieder so einer. Okay, mit viel Wasser. You have rejected my offer of everlasting life. Your list of accomplishments grows. You will not, however, accomplish the forging of the star. My forces are inexhaustible, and you will succumb. Prepare, for my servants arrive. Okay, ich hatte jetzt schlimmere Gegner erwartet. Man hatte 28 Gold. Aber nichts wirklich Wertvolles. Aber dann würde ich sagen, das wäre ein perfekter Moment, um die Folge zu beenden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!